Sehr verehrte Anwesende, unser Kinderhaus bekommt heute die Anerkennung zum ersten Kulturkinderhaus in Stadt- und Landkreis Bamberg. Wir haben dafür als Rahmenprogramm die Ausstellung vorbereitet, welche Ihnen Einblick gibt in unsere kulturelle Bildung, in unserer Einrichtung. Und diese werden wir im Anschluss an diesen offiziellen und feierlichen Teil eröffnen. Die Zusammenarbeit mit Kulturschaffenden ist seit 2012 zu einem wichtigen Bestandteil unseres pädagogischen Konzeptes und der in unserem Haus gelebten, regiopädagogisch inspirierten Kultur des Lernens geworden. Durch den Kontakt mit den Künstlern erfahren die Kinder einen authentischen Zugang zu Kunst und Kultur. Sie erleben und beobachten die Künstler bei ihrem Tun. Dabei sind die Interessen der Kinder Ausgangspunkt der pädagogischen Arbeit und des Handelns der Künstler. Die Künstler geben Impulse und schaffen damit Anregungen für die kreative Arbeit der Kinder. Die Kinder werden selbst künstlerisch aktiv und erhalten optimale Möglichkeiten, ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Wir, das pädagogische Team, haben uns 2012, als Patrick Lummer als erster Künstler bei uns tätig wurde, mutig auf eine neue Möglichkeit der kulturellen Bildung in der Kindertagesstätte eingelassen. Heute können wir sagen, wir sind begeistert und überzeugt von der Zusammenarbeit mit den Kulturschaffenden und alle, die Kinder, wir, die pädagogischen Mitarbeiter und bestimmt auch die Künstler profitieren davon. Und ja, bunt sind alle meine Kleider und ja, bunt ist alles, was ich hab. Ja, immer davon, dass der Mensch, ich habe humanistische Bildung Gott sei Dank genießen dürfen, und da geht es ja darum, dass der Mensch nicht nur aus dem Kopf besteht, sondern eben auch aus Geist und Seele und Körper, und alles drei muss zusammenspielen, um zu einem ganzheitlichen Menschenbild zu kommen. Und ein ganz wichtiger Teil, der in unserer Gesellschaft oft unter die Räder gerät, im wahrsten Sinne des Wortes, ist in der Kunst- und Kulturbereich, der die Seele im Menschen anspricht. Und da ist wichtig, eine gesunde Seele bewirkt natürlich auch ein gesundes Leben dieses jungen Menschen, und dafür im ganz Speziellen gebührt einfach der Dank. Und dass wir da Kinderhaus jetzt dazu sagen, ist das Zeichen nach außen und soll Vorbild sein für alle anderen Kinderhäuser im Landkreis Bamberg und in der Stadt Bamberg. Die Anfänge wurden vom Diplom-Puppenspieler und Künstler-Allrounder Patrick Lummer und der Keramikerin Ruth Kamphausen begleitet. Die Künstler kamen im Laufe der Zeit dazu. Sie haben in Werkstätten, Ateliers die kulturelle Bildung als Schwerpunkt der Reggio-inspirierten Kultur des Lernens hervorragend mit unterstützt und erweitert. In den Folgejahren wurde die Konzeption der ästhetischen Bildung weiter mit neuen, begeisterten Künstlern gemeinsam erarbeitet. Spielerisch in der Projektarbeit mit Künstlern ihre Stärken und Potenziale erkennen. Was gibt es Schöneres in einem Kindergarten? Nein. In einem Kinderhaus? Nein. Ab heute in einem Kulturkinderhaus. Also jetzt gibt es die offizielle Auszeichnung und das Schild, das wir in Zukunft am Kinderhaus St. Elisabeth anbringen werden. Kultur. Kinderhaus St. Elisabeth, ausgezeichnet von KS BAM, von Stadt und Landkreis Bamberg. Herzlichen Glückwunsch, ich übergebe es an stellvertretend an die Frau Winkler, würde ich mal sagen. Zu entdecken, ja, zu erfahren.
Kinder haben alles selber gemacht, von der Idee, also von der Geschichte, die sie erfunden haben, über die, das Zeichnen, das Storyboard, die Animation, also das, das Fotografieren, Weiterschieben, Fotografieren, Weiterschieben, Fotografieren, Weiterschieben. Die Tante Stein mit den Tonsachen draufgelegt.